Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Wir werden uns heute ein Schichtfleisch machen. Schichtfleisch mal anders, denn das Ganze machen wir im Metaxa-Gyros-Style. Ich habe wie immer die Zutaten hier stehen. Die schauen wir uns jetzt an. Dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. An Zutaten benötigen wir heute. Da haben wir hier einmal einen Schweinenacken liegen. Als nächstes habe ich hier ein paar Scheiben Käse, die wir brauchen, Zwiebeln und für unsere Gewürzmischung habe ich hier dann noch stehen einmal Chiliflocken, Paprikapulver, Knoblauchpulver. Das hier ist eine Mischung aus Kräutern. Da ist drin Thymian, Rosmarin und Oregano. Dann habe ich hier noch Salz, dann etwas Pfeffer. Nee, genau umgekehrt. Pfeffer und Salz. Und dann haben wir hier hinten noch eine selbstgemachte Metaxa-Soße. Und wie ihr diese Metaxa-Soße macht, das verlinke ich euch hier oben hin, weil das war im letzten Videothema. Für die, die es nicht gesehen haben, die können sich dann angucken. Und ja, jetzt fangen wir an. Und bevor wir uns jetzt an Schnippeln machen, müssen wir uns erstmal unsere Gyros-Gewürzmischung zusammenmischen, dass wir unser Fleisch gescheit würzen können. Und das gilt natürlich wie immer, wer jetzt keine Lust hat, sich das hier so nachzumischen und hat eine fertige, die er gerne verwendet, nehmt einfach die oder irgendein anderes Gewürz, was euch zu Gyros passt. Aber wir nehmen jetzt erstmal hier unsere Chiliflocken, geben die hier in die Schüssel rein. Dann kommt die Paprika dazu, dann kommt das Knoblauchpulver, unsere Kräuter, das war gekonnt, jetzt kommt das Pfeffer oder der Pfeffer und das Salz. Und den Rest hier, den kramen wir uns jetzt noch vom Brett wieder hier rein, aber das sehen wir gleich. Und nachdem ich jetzt die Gewürze eingesammelt habe, die ich natürlich eben dezent umgeschmissen habe, brauchen wir das Ganze hier einfach nur schön zu einer Würzmischung verrühren. Und damit wir unseren Nacken gescheit würzen können, beziehungsweise nachher schichten können, müssen wir uns den jetzt erstmal in Scheiben schneiden. Dazu nehmen wir uns den hier, nehmen uns einfach ein scharfes Messer und schneiden dann solche Scheiben runter, dass sie so circa 1,5 bis 2 cm dick sind. Unser Fleisch ist geschnitten. Jetzt werden wir uns hier die Scheiben von dem Nacken nehmen, legen uns die hier in so eine Schwedenschale rein und liegen die so, nehmen wir uns von dem Gewürz hier, geben überall was drauf. Verreiben das schön, drücken das gut an. Und ist natürlich auch klar, alles was daneben fällt, das tunken wir uns so auf. Dann drehen wir uns die Scheiben. Und auch auf die andere Seite kommt richtig was drauf. Da mache ich dann immer ein bisschen mehr drauf, drücke das aber nur leicht an, so dass die Scheibe überall was von dem Gewürz hat. Und dann nehme ich immer die nächste Scheibe, lege die so da drauf, weil so ist die eine Seite nämlich gleich mitgewürzt. Und ihr müsst dann halt immer nur noch die Oberseite würzen, legt weiter drauf und ganz zum Schluss macht er nochmal die obere Seite und dann ist das fertig. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht unser Fleisch jetzt gewürzt aus. Das nehmen wir jetzt, stellen das einfach eine Stunde beiseite, dass die Gewürze ein bisschen einziehen können. Und in der Zwischenzeit nehmen wir uns die Zwiebeln und schneiden da einfach solche Scheibchen runter hier. Vorbereitungsmaßnahmen sind somit alle abgeschlossen. Unser Fleisch hat jetzt auch gut eine Stunde in der Kühlung gelegen. Jetzt habe ich hier schon den Dutch Oven hergeholt, damit wir das Ganze schichten können. Hierbei handelt es sich wieder um meinen 9er Dutch Oven, der DO9S von Barbecue Toro. Das ist der aus der Sonderedition, sprich die Mein Dopf Edition. Da habt ihr den Topf dabei, ein Deckelheber ist gleich dabei, dann noch eine schöne Holzkiste, wo ihr das Teil drin verstauen könnt und eine Überraschung ist auch noch dabei.
Wer im Begriff ist, sich vielleicht einen 9er Dutch Oven zulegen zu wollen, kann sich das gerne mal anschauen. Ich werde euch das unten in die Infobox rein verlinken. Und ihr seht, wenn ich einen 9er Dutch Oven nehme, ist das Rezept auch für einen 9er Dutch Oven. Wollt ihr das im 6er nachmachen, müsst ihr euch das natürlich demnach immer so ein bisschen runterrechnen, dass ihr da nicht zu viele Zutaten habt. Aber sonst müsste das soweit alles passen. Jetzt werden wir unseren Dutch füllen. Dazu mache ich einen Deckel ab. Dann kippen wir uns den so schräg nach vorne. Ich mache hier immer hinterher unten nochmal so ein Stück Holz drunter, dann steht der fester. Wenn ihr den jetzt so habt hier, könnt ihr den leichter füllen. Und da ich schön das Holz jetzt an der Hand hatte, habe ich da ein bisschen rumgesaut. Jetzt muss ich erstmal den Topf wieder ausputzen. Aber auch das ist kein Thema. So, und jetzt fangen wir wie immer beim Schichten an. Wir werden uns hier das Fleisch nehmen, legen uns unten eine Schicht rein. So, dann auf diese Schicht kommen hier so ein paar Zwiebeln. Und dann kommen wir zur nächsten Schicht. Dazu nehme ich immer diese Käsescheiben hier, halbiere mir die, lege mir die so da drauf. Und dann, wer hätte es gedacht, geht es weiter mit dem Fleisch. Dann kommt wieder Fleisch. Zwiebeln. Und Käse. Das mache ich jetzt soweit fertig, bis unser Topf voll ist, alle Zutaten verbraucht sind und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt alle Zutaten im Topf drin, so schaut das reingeschichtet aus. Jetzt nehmen wir unser Holz weg, stellen uns den gerade hin und da werden wir jetzt hier unsere selbstgemachte Metaxa-Soße nehmen. Und die geben wir einfach schön da drüber. Somit ist jetzt komplett alles im Topf drinne. Da brauchen wir nur noch den Deckel drauf machen. Und mit dem Topf werden wir uns jetzt gleich an den Dutch Ofentisch machen. Im Hintergrund glühen schon die Kohlen durch. Da wir hier einen 9er Dutch Oven haben und ich so circa 160, 180, knapp 200 Grad drinne haben möchte, benötigen wir heute 24 Kohlen. Davon werden 9 Stück unter den Topf gepackt und 15 packen wir oben drauf. Aber jetzt warte ich, bis die Kohlen durch sind und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder. Am Dutch Oven Tisch angekommen. Unsere Kohlen sind jetzt soweit durchgeglüht. Die werde ich mal nehmen und alle hier so hingeben. Anzündkamin beiseite. Wenn sich jemand fragt, was das für Kohlen sind, ich verwende heute die Tom Cococo Barbecue Mini Briketts. Die sind zum Dopfen optimal. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal eine Zange, werden uns mal 9 Stück hier rüber machen. Da nimmt unser Dutch Oven hier jetzt Platz drauf. Beachtet bitte, habt ihr einen Dutch Oven mit Füßen? Braucht ihr keinen Pfannenknecht? Habt ihr einen ohne? Den müsst ihr euch drunter stellen, weil sonst habt ihr nach unten hin nicht genug Luft, dass da irgendwas zirkulieren kann. Und dann gehen euch die Kohlen aus. Und hier kommen jetzt oben nochmal unsere restlichen 15 Kohlen drauf. Auch die oberen Kohlen haben jetzt soweit alle Platz genommen. Wundert euch nicht, falls ihr jetzt nachzählen solltet, dass es mehr wie 15 sind. Hier sind so ein paar zerbrochen, deswegen sieht das mehr aus, als es ist. Also unten haben wir jetzt 9, oben haben wir 15. Und das werden wir jetzt so für knapp 3 Stunden erstmal komplett in Ruhe lassen. Zwischendurch werden wir nochmal reinschauen, um zu gucken, ist genug Flüssigkeit drin. Aber aufgrund, weil wir die Zwiebeln drin haben und die Soße ist auch recht flüssig und das Fleisch gibt ja auch noch Saft ab, sollte das an Flüssigkeit genügen. Und Bacon als Schutzschild rundherum und oben drauf, den lassen wir heute auch weg, weil, wie gesagt, Flüssigkeit wird genug drin sein. Ich lasse das jetzt in Ruhe und wir sehen uns später wieder.
Wir haben es jetzt gute anderthalb Stunden rum. Wir werden jetzt das erste Mal hier reingucken. Dazu müssen wir unseren Deckel vorsichtig runternehmen. Und ihr seht, das brodelt wie Sau. Ich werde jetzt noch so ein bisschen mit dem Pinsel hier die Soße verrühren, dass überall was hinkommt. Aber ihr seht wirklich, Flüssigkeit ist genug drin. Und wenn ich mir das so angucke, die Soße ist auch noch einigermaßen sämig, also nicht zu wässrig. Jetzt geben wir dem nochmal, wie gesagt, anderthalb Stunden. Und dann sollten wir uns wiedersehen, wenn wir das Ganze probieren. Wir haben es jetzt etwas mehr wie drei Stunden rum. Man sieht auch, die Kohlen sind jetzt hier völlig am Ende. Jetzt werden wir den Deckel mal heben. Und ja, so extrem am Brodeln wie eben ist es jetzt nicht mehr. Das ist dem geschuldet, weil die Kohlen natürlich fertig sind. Aber hier, es köchelt noch. Ich werde mir jetzt was auf den Teller machen. Und dann sehen wir uns beim Probieren. Dazu greifen wir mal schön hier rein. Oh. Wow. Und ich muss sagen, ja, das reicht erstmal. Da sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Ihr seht, mittlerweile ist auch schon wieder Zappen. Duster. Ich bin wirklich froh, wenn langsam wieder die längeren Tage kommen und wir mehr Licht haben. Aber nichtsdestotrotz müssen wir unser Schichtfleisch im Metaxa-Gyros-Style probieren. Dazu habe ich mir hier was auf die Gabel gemacht. Erstmal schön pusten. Alter, ist das geil. Also das Fleisch ist Butter, zart, geschmacklich, eine Wucht. Also wer Metaxa Gyros überbacken kennt, der kennt die Arbeit. Man macht sich erst das Gyros, macht das in der Schale, die Soße drüber, Käse drüber etc. Das dauert eine Weile. Dann als nächstes haben wir das jetzt so gemacht, dass wir das einmal im Pot haben, also quasi eine komplette One-Pot-Geschichte. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, macht das so nach, weil geschmacklich ist das der Oberhammer. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen zu bemängeln habe, ist natürlich der Käse, weil da ist eindeutig zu wenig drin. Wenn ihr das nachmachen solltet, nehmt gleich ein bisschen mehr Käse, weil der wird so wahrscheinlich irgendwo jetzt in der Soße schwimmen. Der wird auch nachher noch auftauchen, aber jetzt, wo ich das Stück da rausgenommen habe, war erstmal nichts dabei. Was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut, macht, wie gesagt, ein bisschen Käse mehr oder streut vor der Soße noch oben welchen drüber, dann ist das Ganze optimal. So, dazu passen natürlich Pommes, Reis, Wedges, was ihr dazu essen möchtet. Es geht auch einfach nur ein Stück Brot. Kann man für mehrere Leute schnell zubereiten. Ist vielleicht auch bei einer Party ein Hammergericht. Und so würde ich sagen, sind wir für heute auch wieder durch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das gerne hier oben irgendwo nachholen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. Und damit wir uns den Nacken nachher schön schichten können, müssen wir den natürlich erstmal in Scheiben schneiden.